Athleten. Heute, ich sag mal, etwas Lockeres. Wer das richtig durchführt, wird sich wahrscheinlich nicht allzu locker anführen. Wir schwimmen heute, und zwar zum einen in Bauchlage und zum anderen in Rückenlage. Ich sag's gleich, macht immer so zwischen 20, 30 Wiederholungen, wechselt dann auch wieder 20, 30 Wiederholungen und ihr guckt mal mit ein, zwei Minuten Pause, wie viele Runden ihr durchzieht. Übertreibt es nicht. Wie gesagt, 5 bis 15 Durchgänge, je nach Leistungsniveau. Ganz andere Geschichte, ihr geht in Bauchlage, versucht hier also nicht ins Hohlkreuz reinzudrücken, sondern Knie heben vom Boden ab, Brust hebt vom Boden ab und dann schwimmen wir hier nach hinten. Dreht dabei immer auch die Arme ein und aus, damit wir schön die Schultermuskulatur mit reinnehmen. Und das ist quasi eine Wiederholung hier. 1, 2, 3, 4. Und dann wechselt er. Hier auch. Versucht quasi Beine hoch, Schultern heben ab. 1, 3, 4. Und da haben wir alles dabei, was wir erstmal brauchen, um Rumpfstabilität, Rücken, Bauchmuskulatur und Schultern reinzukriegen. Viel Spaß, bis gleich.